Ciao. Ja. Voll geil. Die Überreste des Ganzen beweisen, dass sie als Ägypter zu Zacchaeus gewusst haben mussten, ich mache euch den Augen auf. Doch dies ist nur der erste Punkt, der die These des Einheiten angeht. Weiteren die zu werden folgen. Ein anderer wichtiger Hinweis, der unter der Theorie bestätigt, liegt für die Ordnansicht. Er glaubt, dass die Ägypter mit dem Auseinanderschlagen der Völker gekommen sind. Ja. Ja. Der Tempel wurde Ende des 19. Jahrhunderts zerstört, aber es ist hier immer noch aufrecht. Hieraus sieht man, dass der Tempel eine Art Pyramide ist, der unter das innere Pyramide sehr ähnlich ist. Die zwei Forscher möchten wissen, was davon noch übrig ist. Voll geil. Die Überreste des Ganzen beweisen, dass die alten Ägypter zu Zacchaeus gewusst haben mussten, ich mache euch den Augen auf. Doch dies ist nur der erste Punkt, der die These des Einheiten angeht. Weitere Indizien werden folgen. Ein anderer wichtiger Hinweis, der unter der Theorie bestätigt, liefert die Ordnansicht. Er glaubt, dass die Ägypter mit dem Auseinanderschlagen der Völker gekommen sind. Ja. Ja. Der Tempel wurde Ende des 19. Jahrhunderts zerstört, aber es ist hier immer noch aufrecht. Hieraus sieht man, dass der Tempel eine Art Pyramide ist, der unter das innere Pyramide sehr ähnlich ist. Die zwei Forscher möchten wissen, was davon noch übrig ist. Ich denke, voll geil. Die Überreste des Ganzen beweisen, dass die alten Ägypter zu Zacchaeus gewusst haben mussten, ich mache euch den Augen auf. Doch dies ist nur der erste Punkt, der die These des Einheiten angeht. Weitere Indizien werden folgen. Ein anderer wichtiger Hinweis, der unter der Theorie bestätigt, liefert die Ordnansicht. Er glaubt, dass die Ägypter mit dem Auseinanderschlagen der Völker gekommen sind. Ja. Ja.
Voll geil. Die Überreste des Ganzen beweisen, dass wir als Ägypter das Archäops gewusst haben mussten, wie man durch den Raum kommt. Doch dies ist nur der erste Grund, der die These des Archäops anschließt. Ja.